Ja, dann können wir starten. Wir haben heute auch einen Modellversuch, die erste hybride Pressekonferenz. Ich freue mich dennoch trotzdem, dass ihr alle wieder hier seid. Herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz vor unserem Pokalspiel bei Carl Zeiss Jena. Herzlich willkommen, Steffen Baumgart. Steffen, die brennendste Frage, die in der Mixzone diese Woche gestellt war, war die Frage nach dem Torhüter im Pokal. Wie hast du dich entschieden? Ja, hallo erstmal. Zur Torhüterfrage komme ich gleich, die würde ich auch gerne gleich beantworten. Grundsätzlich würde ich immer gerne damit anfangen, wer definitiv nicht zum Einsatz kommen wird, jetzt auch aus der engeren Zukunft. Das wird auf jeden Fall Kinsley Schindler, wird nicht dabei sein, den haben wir aus Sicherheitsgründen rausgenommen, der hat eine Trainingsblessur gekriegt. Der wird nächste Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einsteigen fürs Spiel, jetzt wird es nicht reichen. Alle anderen, die bisher dabei sind, sind dann auch möglich, dementsprechend im Kader dabei zu sein. Den würde ich morgen in Ruhe bekannt geben, dann zuerst natürlich bei den Jungs. Ich glaube aber nicht, dass da große Überraschungen für den einen oder anderen kommen werden. Aber wie gesagt, da gehe ich dann morgen mit den Jungs zuerst und dann gerne auch mit ihnen. Zur Torwartfrage, und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich hatte ja schon von Anfang an gesagt, dass es keine Torwartdiskussion gibt. Das heißt, Timo Horn wird die Nummer 1 sein für uns in der Saison. Im Pokal habe ich mich für Marvin Schwebe entschieden, dass er die Möglichkeit hat, im Pokal zu spielen. Das hat was damit zu tun, erstens, dass er sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Zweitens geht es dann auch ganz klar darum, dass da auch immer wieder der Leistungsgedanken mit bei ist. Er das sehr, sehr gut macht im Training und deswegen auch in Absprache mit Timo, wir das gemeinsam dann auch besprochen haben, dass ich das gerne so hätte. So dass Marvin morgen anfangen wird und so sollte es, ohne dass das in Stein gemeißelt ist, dann auch, sofern wir dann die nächste Runde erreichen, was das klare Ziel ist, dementsprechend auch in der nächsten Runde dann im Tor stehen, egal gegen wen. Zumindest ist es erstmal geplant. Damit es gar nicht zu lange wird, würde ich mich jetzt auf Ihre Fragen freuen. Ich glaube, das ist oft einfacher. Und ja, ich glaube, Lil, übergebe ich an dich und du machst weiter. Gut. Ja, wer möchte gerne loslegen? Guido Ostrowski für Radio Köln, das Mikro. Ja, rund 5 Wochen intensive Vorbereitung liegen jetzt hinter Ihnen mit der Mannschaft. Vielleicht können Sie uns kurz einen Einblick geben, wie zufrieden sind Sie mit dem Stand? Was sagt Ihnen Ihr Gefühl, wie gut ist die Mannschaft vorbereitet? Also mit Gefühlen habe ich es eher beim Fußball weniger, sondern wie ist der Stand? Ich glaube, der Leistungsstand der Jungs ist gut. Sie geben gutes Tempo, sie haben alle Einheiten und das ist, glaube ich, sehr wichtig für alle. Sie haben, oder fast jeder Spieler war komplett in der Vorbereitung dabei. So haben wir auch einen sehr, sehr guten, insgesamt einen guten Zustand in der Mannschaft. Ich glaube, dass die Jungs schon ein sehr, sehr gutes Tempo gehen können. Darauf wird es auch ankommen und ich bin mit allem sehr zufrieden. Ich glaube, das habe ich das mehr als einmal schon gesagt. Ich bin nicht nur mit dem zufrieden, wie die Jungs selbst arbeiten, sondern wie sie es aufgenommen haben, sondern mit dem Gesamtpaket. Und deswegen freue ich mich darauf. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt geht es darum, die Jungs loszulassen. Und jetzt geht es darum, das, was wir uns erarbeitet haben, dann wirklich auch auf dem Platz zu zeigen und vielleicht auch dann erfolgreich zu werden. Dankeschön. Weitere Fragen? Wer mag? Tobias Karsbecken für die Kölnische Rundschau. Herr Baumgart, ich habe noch mal eine Nachfrage zur Torwartfrage. Wie eng ist denn dieses Duell jetzt, wenn Sie sagen, Marvin Schwebe bringt sehr gute Leistung im Training? Wie ist auch Ihr Eindruck, wie die beiden miteinander harmonieren? Schildern Sie es doch bitte mal. Nee, das haben Sie missverstanden. Es geht gar nicht um eng, sondern es geht darum, dass Timo die klare Nummer 1 ist. Und damit ist auch klar. Und ob das jetzt Leistungsstand beide, 5% auseinander sind oder 10%, das ist dann manchmal auch eine subjektive Entscheidung. Ich finde, dass Marvin das sehr gut macht, dass die Zusammenarbeit in der Gruppe sehr gut ist. Es sind ja nicht nur die beiden, sondern da gehören ja auch noch zwei andere dazu, mit Gospo dazu. Und das ist eine sehr, sehr gute Arbeit. Und da geht es dann halt auch immer darum, auch auf Leistung zu reagieren. Und ich finde, und das ist das Entscheidende. Nochmal, da gibt es nicht jetzt so und so viel Prozent oder nicht, sondern Marvin hat das umgesetzt, was wir von ihm verlangt haben. Er ist der Herausforderer. Das macht er sehr gut. Trotzdem finde ich, ist es eine sehr große Harmonie im Team, was wichtig ist, um sich weiterzuentwickeln. Und das haben alle Torhüter gemacht. Und das ist erstmal das Wichtigste für uns. Und deswegen gibt es da auch jetzt keinen Stand, er ist so dicht dran oder nicht, sondern es gibt eine klare Nummer 1, das ist Timo. Und es gibt eine klare Nummer 2, das ist Marvin. Und es gibt mit Jonas, der ja noch 17 ist, also erst bald 18 wird, für uns auch eine klare Nummer 3. Und ich glaube, wer die Torwartkonstellation sieht, der weiß, dass das erstens eine interessante Torwartkonstellation ist und eine, die den Trainer sehr glücklich macht. Dankeschön. Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger und im Anschluss nochmal Guido Ostrowski für Radio Köln. Vielleicht noch eine Frage, Herr Baumgart, zur Torwartgeschichte.
korrigieren Sie mich bitte, aber bei Paderborn war das ja so, da hatten Sie, glaube ich, auch den Leo Zingerle und den Yannick Huth, und das waren ja auch zwei richtig gute Torhüter, ähnlich leistungsstark, sage ich mal. Kann man das so ein bisschen vergleichen hier, die Konstellation, oder? Nee, würde ich nicht so vergleichen, weil du hast natürlich mit Timo jemanden, der ist natürlich schon sehr, sehr lange erstens im Verein, der kennt den Verein sehr lange. Glaube, ein Torhüter, der dann auch vielleicht in der Lage ist, dieses Jahr nochmal einen Schritt leistungsmäßig nach vorne zu geben, was wir uns erhoffen. Marvin haben wir dazu geholt, um einfach auch nicht nur gut abgesichert zu sein, sondern einfach auch ein anderes Konkurrenzverhalten bei den Jungs reinzukriegen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass beide ähnlich sind, weil beide sehr unterschiedliche Torhüter sind. Der eine hat dann vielleicht die Vorteile auf der Seite, der andere vielleicht da, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, ein Gesamtpaket. Da finde ich, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind mit allen Torhütern, mit allen Stärken und mit allen Schwächen. Und die gehören ganz normal dazu. Und deswegen würde ich das nicht vergleichen. Und ich finde Vergleiche immer mit, in der Vergangenheit war das so und so. Ja, das ist richtig, Leo und Yannick waren sehr eng beieinander. Und trotzdem hat Leo über 4 Jahre bei mir gespielt. Warum? Weil er dann einfach auch insgesamt der Konstantere war. So, und ich bin froh, dass wir die Torwart-Konstellation haben. Und deswegen sind diese Entscheidungen jetzt dementsprechend auch da. Und deswegen bin ich auch froh, aber deswegen gibt es auch keinen Vergleich mit anderen oder nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn du in einer Gruppe arbeitest, dass jeder das Gefühl hat, dazuzugehören. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben und wir sind in 2 Wettbewerben vertreten, dann sollte es auch so sein, dass wir dann auch genau drüber nachdenken, ob wir die Möglichkeit haben, dann das dementsprechend zu machen. Das können wir, weil die Leistung stimmt, und deswegen machen wir das auch. Dankeschön, Guido. Wir hatten nach dem Test gegen Kerkrade schon mal in der Mixzone kurz über den kommenden Gegner gesprochen und haben Sie zumindest ein bisschen gewarnt, auch weil Sie persönlich nicht die besten Erfahrungen in Jena gemacht haben. Jetzt konkret auf das Spiel am Sonntag. Ja, was könnte Jena gefährlich machen für den FC? Ich würde das mal anders sehen. Das, was wir wissen, ist, und das ist die einzige Aufgabe, die wir haben oder die beide Mannschaften haben, ist einfach eine Runde weiterzukommen. Dass wir Favorit sind als Bundesligist, ist, glaube ich, klar. Und das sollte auch zu sehen sein, und trotzdem garantiert uns das nichts. Wir können sehr, sehr gute Spiele machen, und es garantiert uns nicht, dass wir eine Runde weiterkommen. Wir können ein schlechtes Spiel machen und können vielleicht sogar weiterkommen. Also es geht einfach darum, im Pokal geht es darum, weiterzukommen. Das, was ich weiß, und das ist immer so, ich sage mal, es gibt immer die sogenannten Pokalsensationen, und ich habe das Glück gehabt, mit Paderborn 1-2 Mal eine zu sein. Ich möchte nur umgekehrt keine werden, ganz einfach. Und ich glaube, dass Sie das ja auch schon erlebt haben in vielen Auswärtsspielen, in vielen Pokalspielen, dass es oft dann immer sehr heiß hergeht, und das müssen wir erwarten. Wir müssen da einen sehr, sehr großen Fight des Gegners im Auge haben. Wir müssen davon ausgehen, dass der Gegner immer gewisse Stärken hat, und die haben sie, gerade auch was das Umschaltspiel angeht. Ja, und dementsprechend müssen wir natürlich gewarnt sein. Trotzdem gehen wir ganz klar damit hin, und den Anspruch müssen wir haben, dieses Spiel da zu gewinnen, dieses Spiel zu dominieren, den Gegner immer wieder unter Druck zu setzen, und das, was uns wichtig ist, dass wir uns Torchancen erarbeiten, und das über vielerlei Situationen, und das werden wir versuchen. Der Gegner wird alles daran setzen, gut zu verteidigen, ich glaube, ist auch seine Aufgabe, und dann in den Möglichkeiten, die wir ihm anbieten, und da hoffe ich, dass es nicht viele sind, einfach den Vorteil daraus zu ziehen, und darauf müssen wir Antworten haben. Worauf ich immer ausgehe ist, und jetzt und das ist einfach so, wenn Sie auf so einen Traditionsverein oder gegen so einen Traditionsverein spielen, und das ist ja vielleicht hier nicht so bekannt, aber bei mir ist es bekannt, es ist einer der besten Mannschaften über einen langen Zeitraum in der DDR gewesen, eine der größten Traditionsmannschaften, dann wissen Sie, dass da heiß hergeht, und dementsprechend werden wir da auch empfangen. Und dementsprechend müssen wir gewappnet sein, und da sehe ich einfach keine Gefahr drin, sondern einfach eine ganz normale Situation, die wir annehmen müssen. Wir müssen dominieren, wir müssen klar aufzeigen, wer Chef im Ring ist, und das muss zu sehen sein. Und danach können wir uns auch gerne über das Ergebnis unterhalten, und deswegen müssen wir klar sein an dem, was wir wollen, und das ist ganz klar. Wir wollen die nächste Runde erreichen, und wir wollen so auftreten, wie wir es über weite Strecken in der Vorbereitung gemacht haben, indem wir es immer wieder geschafft haben, uns Torchancen zu erarbeiten, uns Standardsituationen zu erarbeiten. Und daraus muss ein Feuerwerk entstehen. Und das will ich. Und dass ich Leidenschaft auf dem Platz will, das hat nichts mit dem Gegner zu tun, sondern das will ich jedes Wochenende. Marc Merten für den Geistblock. Herr Baumgart, der FC hatte in der vergangenen Saison ein Stürmerproblem, das vor allem daran lag, dass man vorne zentral niemanden hatte. Jetzt ist Toni Modest zurück. Sebastian Andersson, können Sie vielleicht noch mal was dazu sagen, wie es ihm wirklich geht? Aber wie nehmen Sie die Konkurrenzsituation vorne war? André Duda hat gesagt, ich kann auf allen 3 Positionen spielen, auf der 10 hängende Spitze ganz vorne. Marc Uth hat gesagt,
ihm ist die 10 am liebsten. Sie haben gesagt, naja, nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. Also können Sie ein bisschen den Konkurrenzkampf schildern vorne im Sturm, was da beim FC in der neuen Saison zu erwarten ist? Also erstmal finde ich immer wichtig, dass Spieler sagen, sie können alles. Manchmal sehe ich das ein bisschen anders. Das eine können sie besser als das andere. Grundsätzlich können sie überall stehen. Also mich konnten sie auch ins Tor stellen. Trotzdem wäre ich vielleicht auf lange Sicht kein guter Bundesliga-Torwart geworden. Das ist, glaube ich, auch zweitrangig. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Qualität haben. Und es geht ja nicht nur, was einer möglich könnte, sondern was wird umgesetzt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das, was Toni im Moment macht, das, was Jan macht, ja, Till macht, gerade die drei vorne, gerade wenn es ums Anlaufen geht, ist das, was wir sehen wollen, ist das, was wir haben wollen. André ist für mich kein vorderer Stürmer, ja, weil mir dann so ein bisschen auch das Anlaufverhalten und die Geschwindigkeit nach vorne fehlt, ja, weil es schon ums aggressive Anlaufen geht. Ist für mich eher ein Spieler, der dann vielleicht aus der 10er- oder 8er-Position kommt. Aber das ändert ja nichts, dass man nicht trotzdem da spielen kann. Zu Sepp Andersen muss man ganz klar sagen, und ich glaube, das ist das, was ich immer erkenne, ist, dass der Junge viel mehr auf dem Trainingsplatz steht als im letzten Jahr, auch von den Einheiten her. Dass er alles daran setzt, zu spielen, und das ist für uns wichtig. Dass es für mich jetzt noch nicht vor Anfang an reicht, dass es für mich eher in eine Joker-Rolle geben kann. Das hat was damit zu tun, dass ich finde, dass die Stürmer, die ich vorher genannt habe, einfach sehr, sehr gut machen. Ich glaube, dass wir kein Problem auf der Position haben, sondern wir haben 5, 6 Möglichkeiten, jederzeit zu variieren, jederzeit auch unterschiedliche Spieler, Stürmertypen zu bringen. Und ich finde, das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich finde, wir sind sehr, sehr gut, sehr breit aufgestellt, das aber im ganzen Kader, sodass wir immer die Möglichkeit haben, auf gewisse Situationen zu reagieren. Und ich glaube, das ist doch erstmal ein sehr, sehr großer Vorteil. Das, was für mich wichtig ist, ist, dass über die Person, über die wir gerade gesprochen haben, jeder auf dem Trainingsplatz ist und jeder sich dann zeigen kann. Und da gibt es Vorteile, da gibt es Nachteile, da gibt es Können, da gibt es weniger Können. Aber dieses Wunschdenken, der eine ist eine 10, der andere ist eine 9, und deswegen ist es ja gut, dass ich den Fußballlehrer gemacht habe. Deswegen bin ich auch froh, dass ich Sachen entscheiden darf. Und dementsprechend auch die Jungs dementsprechend auch so ins Spiel schicke, wie ich mir das am besten vorstelle. Gerne nochmal, Marc. Dann dazu eine Nachfrage. Der FC hat trotzdem, die Verantwortlichen haben betont, dass sie noch einen neuen Stürmer suchen. Ja. Was für eine Qualität oder welche Fähigkeiten sucht man denn, die man vielleicht jetzt vielleicht noch nicht hat? Nee, das hat jetzt gar nicht was unbedingt mit der Qualität zu tun. Wenn Sie sich den Sturm angucken, und jetzt gehen wir wirklich mal aufs nächste Jahr aus, dann haben wir 2 Stürmer mit Toni und mit Sepp, die jetzt nicht jedes Spiel gemacht hat. Und keiner weiß, wenn wirklich die dauerhafte Belastung kommt, im Moment sieht es sehr, sehr gut aus, wie lange das gut geht. Dann haben wir dazu 2, würde ich mal sagen, 2 Küken im Sturm, ja, wo wir auch mit gewissen Tälern rechnen müssen. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie lange was gut geht. Wir haben mit Marc und André 2 Spieler, die immer wieder in der Situation sind, sehr, sehr gute 1-gegen-1-Situationen zu lösen, auch den letzten Pass zu spielen. Das heißt, was uns fehlt vielleicht, ist ein Stürmer, wo wir eine gewisse Konstant erwarten können. Das können wir bei den Spielern alle nicht erlernen. Das ist ein Hoffen, was wir haben. Und deswegen haben wir gesagt, gucken wir weiter nach einem Stürmer, der uns vielleicht weiterhelfen kann. Aber auch da wird es so sein, egal welcher Stürmer kommt, es wird jetzt mittlerweile keiner mehr in die Mannschaft kommen und gesetzt sein oder kommen und spielen, sondern das musst du dir hier in dieser Mannschaft ganz hart erarbeiten. Und das finde ich gut und das finde ich wichtig. Genauso wie morgen, wenn der Kader bekannt gegeben wird, vielleicht die ein oder andere schwierige Entscheidung für mich da sein wird. Und wenn Sonntag die Aufstellung bekannt gegeben wird, wird es so sein, dass am ersten Spieltag vielleicht jetzt im Pokal Leute spielen, die vielleicht gegen Hertha vielleicht wieder auf der Bank sitzen. Und dann wird es immer so gehen. Warum? Weil wir einen sehr, sehr breiten Kader haben, wir einen sehr ausgeglichenen Kader haben. Und ich hoffe dementsprechend auch immer wieder die Jungs dahin zu kriegen, dass sie nicht nur gut spielen, wenn sie von Anfang an spielen, sondern das wird wichtig für uns, gerade auch in der Breite des Kaders, dass wir nachlegen können in den Spielen. Das wird sehr wichtig. Das hat viel mit unserer Spielweise zu tun, die ich mir vorstelle. Und da wird es oft darauf ankommen, wen können wir nachlegen. Und auch da werde ich immer ein Auge drauf haben. So wird es immer in der einen oder anderen Situation auch den einen oder anderen Wechsel geben können. Vielleicht sogar müssen. Dankeschön. Jochen Hilgers für den WDR. Das Mikro. Eine allgemeine Frage zum Saisonstart. Sie hatten jetzt auch schon Testspiele wieder mit Teilbefüllung des Stadions. Es geht jetzt auch allmählich los. Ich weiß gar nicht, wie viele in Jena zugelassen sind, aber beim ersten Heimspiel FC sind ja wahrscheinlich auch schon 16.500 im Stadion. Vielleicht können Sie erst noch mal schildern, was das für einen Sportler und für einen Trainer bedeutet, dass man sich wieder zeigen kann. Also ich glaube, in Jena, wenn ich das richtig weiß, sind 2.700, schieß mich tot. Ja, sind auf jeden Fall dabei, und ich glaube, das ist schön, das ist wichtig. Ich glaube, der Sport lebt von Emotionen, gerade auch der Fußball. Ich sage mal, auch die ganzen Mannschaftssportarten leben davon, und deswegen halte ich es für wichtig, dass wir alles dafür tun, einfach
mit Zuschauern zu spielen. Wie wichtig und wie unwichtig, das ist dann immer so, wo ich sage, du musst jede Situation annehmen. Ich glaube einfach, dass zum Sport, zum Fußball, ist ja das, was wir wollen. Wir wollen die Emotionen, wir wollen die Zuschauer, wir wollen, wie soll ich sagen, das Gras riechen und nicht nur vorm Fernseher sitzen. Also ich finde, vorm Fernsehen gucken, also ich gucke mir lieber ein U17-Spiel live an, als ein Fußball, als ein Champions-League-Spiel im Fernsehen. Warum? Weil ich einfach den Rasen riechen will und so sehe ich das bei den Zuschauern auch. Ja, und deswegen wird es Zeit, dass wir da eine gute, ja, wie soll ich sagen, einen guten Weg da reinfinden, dass wir da eine, dass wir es immer mehr hinbekommen, dann wieder unter Zuschauern zu spielen. Jetzt kommen natürlich auch wieder die finanziellen Aspekte dazu, dann kommen auf der anderen Seite wieder die gesundheitlichen Aspekte dazu. Ich finde, dass wir in eine Situation kommen müssen, dass das Leben sich wieder so schnell wie möglich normalisiert. Und da sind wir noch nicht. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir reden immer noch mehr davon, was nicht geht. Und ich bin eher jemand, der davon redet, was geht. Und da freue ich mich auf jeden Zuschauer, der kommt. Und ich finde, es haben auch alle verdient. Nicht nur wir, sondern auch die Zuschauer. Dankeschön. Noch einmal Lars Werner für den Stadtanzeiger. Sie sagten ja, in dieser Woche, glaube ich, war es Ziel in diesem Wettbewerb, muss es natürlich immer sein, nach Berlin zu kommen. Die Pokalhistorie des FC ist in den letzten 20 Jahren nicht so doll. Wahrscheinlich mag Sie das gar nicht so sehr interessieren. Aber gehe ich davon aus, dass Sie wirklich in diesem Wettbewerb richtig was reißen wollen? Also erstens ist diese Frage, höre ich ja immer wieder, dass Vereine dann eben keine große Historie in diesem Wettbewerb haben, dann stelle ich Ihnen die Frage, welcher Verein hat das? Also ich kenne vielleicht nur zwei oder drei, die eine große Historie haben. Bremen über einen langen Zeitraum, jetzt auch schon länger nicht. Bayern München, das kann man erwarten. Und Frankfurt hat es in der letzten Zeit, glaube ich, in den letzten 5 Jahren auch 2-mal geschafft. Die meisten Vereine fliegen dann irgendwann mal früher raus. Warum? Weil es der Wettbewerb einfach so ist. Mein Glück ist gewesen, dass ich bei einer Mannschaft war, wo wir immer im Pokal nicht nur für eine Sensation gesorgt haben, sondern immer Spaß an dem Wettbewerb haben. Das ist das Erste, Spaß an dem Wettbewerb haben. Und dann geht es immer nur ein Ziel. Wir haben jetzt das erste Spiel gegen Jena. Und wenn du dann wirklich nach Berlin willst, musst du das erste Spiel gewinnen. Das ist der erste Schritt. Also müssen wir gucken, dass wir gegen Jena gewinnen. Dass ich mir immer diese Ziele setze, die höchstmöglichen Ziele, ich glaube, davon können Sie ausgehen. Und das bedeutet in diesem Wettbewerb nach Berlin. Das möchte ich, dass das nicht einfach wird, dass das vielleicht auch ein Wunschdenken ist von mir, um Gottes Willen, da muss man auch nicht drüber reden. Aber wenn ich nicht darüber rede, wenn ich nicht mir das Ziel setze, dann brauche ich auch gar nicht losfahren. So, und da geht es gar nicht darum, dass wir jetzt Favorit sind, sondern es geht einfach darum, die erste Hürde muss genommen werden und dann können wir gerne über die zweite reden. Aber mein Ziel ist ganz klar, in diesem Pokal nicht nur weit zu kommen, sondern auch gut zu spielen. Das ist ja auch noch eine Situation, die wir gerne haben. Und dann gucken wir doch mal, was rauskommt. Aber warum sollen wir nicht uns einfach mal was vorstellen, was vielleicht lange nicht erreicht wurde? Gibt es weitere Fragen? Ich werfe noch mal einen Blick in die Runde. Gerne noch mal, Marc. Nachdem ich vorhin die Offensive angesprochen hatte, eine Frage zur Defensive. Sie haben von Anfang an betont, dass Sie mit Viererkette spielen wollen. Der FC hatte große Probleme in der vergangenen Saison, auch in der Defensive. Wie wollen Sie diese Defensivprobleme in den Griff bekommen? Können Sie noch mal schildern, welche Ansätze Sie gewählt haben in der Vorbereitung, um diese Probleme in Anführungsstrichen in den Griff zu bekommen, was Sie vielleicht auch mit den Spielern anders besprochen haben und ob auch da das Personal in Anführungsstrichen ausreicht für das, was Sie vorhaben? Denn mit Sebastian Bourneau ist ja zumindest der Abwehrchef gegangen. Ich frage mal anders. Was machen wir jetzt, wenn ich gesagt habe, ich habe darüber nie gesprochen mit den Jungs? Ich habe nicht in der Vergangenheit gewühlt und habe gesagt, ich habe 60 Gegentore gekriegt. Weil das, was gespielt wurde, hat ja nichts mit dem zu tun, wie ich mir Fußball vorstelle. Also ich sage mal, man hat ja, glaube ich, im letzten Jahr eher eine defensive Herangehensweise gehabt. Was ist passiert? Man hat 60 Gegentore gekriegt und man hat, glaube ich, knapp über 30 Tore geschossen. So. Und ich denke, wir machen dasselbe, einfach nach vorne geschoben. Was ist mein Ziel? Weniger Gegentore und mehr Torchancen zu erarbeiten. Mehr Möglichkeiten, ein Spiel zu gewinnen, für mich zumindest so. Dann muss ich sagen, hat diese Mannschaft eine ganze Menge an Waffen. Ich glaube, viele Waffen, die sie noch gar nicht für sich entdeckt haben. Das heißt, wir wissen, dass es eine Mannschaft ist, die über sehr viel Standardsituationen immer eine Möglichkeit hat, ein Tor zu erzielen. Um Standardsituationen zu erarbeiten, muss ich nach vorne kommen. So, und deswegen habe ich nie darüber gesprochen, dass man im letzten Jahr 60 Gegentore gekriegt hat. Stellen Sie sich vor, wir kriegen 60 Gegentore, schießen aber 80. Wäre schön. Wäre immer Spektakel, wäre immer gut. Wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir eine sehr, sehr gute Arbeit nach hinten. Das bedeutet aber, dass wir es weiter vorne machen werden. Das heißt, wir werden weiter vorne attackieren. Das heißt, wir werden immer wieder unseren Weg nach vorne suchen. Und da ist einkalkuliert, dass wir auch das ein oder andere Gegentor kriegen. Das mache ich aber nicht an Zahlen fest, ob es dann 60, 40 oder 50 werden. Ich glaube, dass wenn die Spielweise funktioniert, wenn wir es hinbekommen, automatisch sich alles verbessern kann. Das heißt, wir werden weniger Gegentore kriegen
und wir werden aber die ein oder andere Torchance uns erarbeiten und vielleicht auch aus der einen oder anderen Situation mehr Tore machen. Wenn wir das hochrechnen, erwarte ich und hoffe mir einfach, dass wir insgesamt mehr Erfolg haben werden. Das ist mein Ziel. Aber ich habe noch nicht mit den Jungs darüber gesprochen, wir müssen jetzt, wie soll ich sagen, mehr grätschen, mehr tackeln, mehr machen, sondern wir müssen einfach mehr den Ball bei uns halten. Wir müssen weniger Fehler machen. Ja, und das kommt in jedem Training. Wir müssen Lösungen finden auf tiefstehende Gegner, auf Gegner, die uns vielleicht vorne attackieren. Und das werden wir uns Woche für Woche erarbeiten. Und so gehe ich an so eine Sache ran und bin ganz selten in der Vergangenheit, dass wir, wie gesagt, dass wir zu viele Gegentore letztes Jahr gekriegt haben. Dass das alles nicht gepasst hat, das hat ja die Tabellensituation am Ende auch hergegeben. So, dass wir was verändern wollen, darüber reden wir die ganze Zeit. So, jetzt gilt es dann halt zu gucken, dass es auch funktioniert. Dann bleiben wir kurz auf der Seite, Lars Werner und im Anschluss nochmal Alex Haubrichs für den Express. Herr Baumgart, da wir hier das erste Mal in größerer Runde sitzen und vor dem ersten Pflichtspiel überhaupt sind, wenn Sie so die ersten Wochen hier für Sie auch in Köln Revue passieren lassen. Ist das so ein bisschen so, wie Sie sich das vorgestellt haben in Köln? Gab es vielleicht auch Sachen, die sich bestätigt haben, Vorurteile oder Vorurteile nicht bestätigt haben? Wie würden Sie das so ein bisschen zusammenfassen? Ich habe viel Spaß mit allem. Nee, also das ist immer so, es wird ja immer vorher, wird ja immer darüber gesprochen, was erwartet an ihn, was, ich bin immer jemand, der sich das zwar anhört, aber wenig davon ausgeht und sagt, dann ist es so, sondern ich gehe genau in die Situation rein, guck mir das an, hör mir das an. Das ist wie wenn dir jemand sagt, der Mensch ist so und so, dann sage ich immer, okay, das werde ich selbst sehen, ob er mir gegenüber so ist oder nicht oder ob das positiv oder negativ ist. Ich mache mir immer selbst ein Bild. Und das, was ich hier im Moment habe, ist, dass ich erstmal mich sehr, sehr aufgenommen fühle, dass ich mich sehr wohl fühle, dass ich finde, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, die viel erreichen kann. Und dass das ein oder andere ein bisschen schneller in der Zeitung steht, auch ein bisschen größer da steht, das war mir klar. Wie genau, das war mir nicht klar. Ja, aber grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich hoffentlich einen zufriedenen Eindruck und ich hoffe, dass es so lange bleibt. Aber ich habe jetzt nichts gehabt, was ich nicht erwartet habe und es ist auch nichts gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das ist neu. So, alles ein bisschen größer, alles ein bisschen mehr. Trotzdem ist der Fußballplatz die gleiche Größe, die gleiche Anzahl Spieler und es geht immer ums Gleiche. Und beim Trainer wird es immer so sein und hier glauben es besonders, haben wir Erfolg, dann lächeln wir ein bisschen mehr, haben wir weniger Erfolg, dann lächeln wir vielleicht nicht jedes Mal, sondern suchen das Lächeln. So, aber für uns geht es darum, Erfolg zu haben und so trete ich an. Es geht darum, hier Erfolg zu haben, eine gewisse Idee vom Fußball umzusetzen. Ich glaube, dass die Jungs das machen werden. Ich glaube, dass wir Erfolg haben können. Das ist das Einzige, was für mich zählt und das ist auch der einzige Gedankengang, den ich habe. Und alles andere, was dann noch kommt, lasse ich mich gerne überraschen und dann müssen Sie sich auch überraschen lassen, wie ich dann vielleicht dann bin, ob ich dann noch lächle oder anders reagiere. Aber grundsätzlich bin ich mit allem zufrieden, was ich hier vorfinde. Dankeschön. Alex, gerne. Dann tritt man im Pokal bei einem Viertligisten an. Ist das so, dass es nur auf euch ankommt oder welche Fähigkeiten haben Sie bei Jena irgendwie ausgemacht, die ihr irgendwie bekämpfen müsst oder mit denen ihr fertig werden müsst? Also Jena ist eine Mannschaft, die schon eine klare Struktur hatte, zumindest bisher, dass sie immer klar im 4-3-3 gespielt haben. Sie haben jetzt aus den letzten drei Spielen, auch gerade am Anfang, jetzt von den Ergebnissen her, jetzt nicht die Ergebnisse gehabt, wie sie sich die vorgestellt haben. Wenn man genau dahinter guckt, da hatten sie die Möglichkeit, in jedem Spiel eben halt auch ein anderes Ergebnis zu haben. Das war bis auf im letzten Spiel, wo sie gegen Leipzig gespielt haben, das 0-0, waren sie in allen anderen Spielen, das was Torschüsse angeht, was Ballbesitz angeht, waren sie eigentlich immer die überlegendere Mannschaft. Und jetzt kommen wir wieder dahin, das heißt noch nicht, dass du gewinnst. Es ist eine Mannschaft, die schon immer wieder, auch wenn man sie lässt, immer wieder in der Lage ist, dann eben halt auch den einen oder anderen guten Ball zu spielen, sehr, sehr gut im Umschaltspiel ist, weil sie auf den Außen eine sehr, sehr gute Geschwindigkeit haben und darauf gilt es halt zu achten. So, und trotzdem geht es ja darum, was wollen wir? So, und da werden wir uns komplett auf uns konzentrieren und ich glaube, das ist auch genau das Richtige. Wir haben sehr, sehr viele Stärken in der Mannschaft und die müssen zum Tragen kommen und das, was mir bisher am besten gefallen hat, ist, dass die Jungs sich nicht von Ergebnissen beeindrucken lassen haben, sondern dass sie halt auch nach Rückstand weitergearbeitet haben, was uns in so einem Pokalspiel immer erwarten kann. Und trotzdem geht es einfach weiter. So, dass ein Spiel lange dauern kann, das wissen wir. Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte gerne am liebsten nach 90 Minuten durch sein. Wenn uns das Elfmeterschießen hilft, nehme ich das auch an. Ja, dann werten wir das Spiel aus und gehen genauso hin. Ich glaube, dass wir alle Möglichkeiten haben, diesen Gegner in 90 Minuten zu schlagen. Das muss zu sehen sein und deswegen gucken wir da auch ganz klar auf uns. Und wir wissen trotzdem, dass das ein sehr, sehr intensives, sehr hartes Spiel sein wird, was Zweikämpfe angeht, was Intensität angeht. Und trotzdem müssen wir Lösungen auf dem Platz haben. Und da hoffe ich mal, dass wir die haben.
Dankeschön. Jetzt scheint es tatsächlich keine Meldungen mehr zu geben. Dann sage ich vielen herzlichen Dank den FC, begleitenden 360-Fans nach Jena. Ihnen allen, euch allen einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, Steffen. Und danke viel auch. Erfolg am Sonntag natürlich. Dankeschön.